Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video, zu diesem Sportmotivation, gute Laune, hallo, es ist Montag und What I Eat in a Day Vlog. Ja, alles so miteinander. Wer mein Video von gestern gesehen hat, weiß, dass ich eigentlich gestern ein What I Eat in a Day für euch abdrehen wollte, aber wie ich auch in dem Video schon gesagt habe, es kommt meistens anders, als man denkt. Ich habe euch ja erzählt, dass ich jetzt ab Montag eine 28-Tage-Challenge mache, was das Sportprogramm anbelangt. Wer Bock hat mitzumachen, ich verlinke euch unten die App, beziehungsweise sage euch, wie sie heißt. Vielleicht habt ihr ja Bock, das ist so eine vorgefertigte App, die kostet nichts und dann könnt ihr das einfach mitmachen. Wir sind mittlerweile schon 3 Mädels insgesamt, die das machen. Und ja, dementsprechend, weil ich das tagsüber einfach nicht einplanen kann, und es oftmals einfach so ist, sobald die Kleine wach ist, kann ich nichts mehr kontrollieren und habe noch so viel andere Sachen zu tun. Heute ist noch der Zahnarzt einkaufen, Foodhall, ihr wisst. Habe ich mir einfach vorgenommen, ich mache das morgens als erstes. Also falls ihr euch wundert, warum die Alte hier auf dem Sofa so furchtbar aussieht, ich bin gerade aufgestanden. So sehe ich aus. Boah, ich bin so... Ja, ich habe mir noch nicht mal die Haare gekämpft für das Video, also top. Ja, also that's me. Morgens nach dem Aufstehen. Ich sehe aus wie Karl Dall. Ich habe mir gerade mal ein bisschen Wasser ins Gesicht gemacht. Also mein Plan ist es für heute mit euch gemeinsam. Ich mache jetzt Sport und ich hoffe ihr auch. Denn ich will nicht nur mich motivieren, sondern ich will auch einfach euch motivieren. Also schwingt euer Popöchen in eure heiße, enge Joggingbuchse. Egal wie das aussieht, das interessiert keine Sau. Und dann machen wir jetzt Sport. Das Ding ist, ich würde das gerne so ein bisschen für euch mitfilmen, ich würde das gerne aufnehmen, aber ich habe das am Handy. Ich werde mir vielleicht irgendwann mal noch ein Tablet oder so holen, dass ich das vielleicht auch so zumindest streckenweise für euch mitfilmen kann. Aber es werden, keine Sorge, auch mal wieder generell so Videos kommen, wo ich entweder was nachmache oder meine eigenen Sportvideos. Das habe ich mir auch fest vorgenommen. Ja, jetzt würde ich sagen, ja, rede ich aber mal nicht so lange, weil ja, ich drücke mich nur so ein bisschen, merke ich gerade. Sondern ja, ich werde mir meinen Tee jetzt aufsetzen und dann geht's an mein Workout. So, Sport ist beendet und ja, ihr seht richtig, ich habe mir jetzt gerade eine Portion Eintopf warm gemacht. Ich bin nicht die typische Frühstückerin, es war einfach da, ich hatte jetzt Bock drauf, Brötchen aufbacken, hätte länger gedauert und ich wollte noch was im Magen haben. Das hat jetzt 5 Punkte, denn ich gehe gleich zum Zahnarzt, dementsprechend ja, werde ich wahrscheinlich danach erstmal eine etwas längere Zeit nichts essen können und damit ich jetzt nicht so lange mit nüchternem Magen rumlaufe, dachte ich, ich esse halt einfach das. Das schmeckt auch super lecker. Und ja, ich kann das halt aber auch ab morgens was Deftigeres zu essen, wobei das jetzt nicht so dolle deftig ist. Jetzt beeile ich mich aber erstmal, war jetzt gerade schnell duschen, esse das, muss noch Zähne putzen, Zahnseide benutzen, Haare föhnen und ja, da muss ich auch schon losrennen. Also die nächste Sportetappe wartet auf mich und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach dem Zahnarzt. Ihr denkt, es hat sich zu heute Morgen nicht viel getan, ich sitze immer noch im selben Gammellook hier. Falsch, es hat sich tatsächlich was getan. Also ich bin heute Morgen super motiviert gestartet. Ich bin auch immer noch super motiviert. Habe meinen Sport gemacht. Habe schon ja, 2 Videos in Vorbereitung geschnitten und. Also ich habe wirklich gut gestartet und dann kam der Zahnarzttermin. Und ja, es musste halt ein Zahn rausgezogen werden. Und das war halt, ja, ich habe halt super, 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 super Angst vorm Zahnarzt. Ich war deswegen halt auch in Therapie. Ich hatte als Kind einfach ein schlechtes Erlebnis. Viele kennen das wahrscheinlich. Und das ist bei mir so in einer Horrorvorstellung hängen geblieben. Ich habe heute Nacht nicht gut geschlafen. Ich bin da schon mit Puls hin. Sport zu machen hat mir ein bisschen geholfen, um mich einfach auch auszupowern. Und im Endeffekt war gar nichts. Hat das super betäubt. Ich habe kaum was gespürt. Aber ja, die Angst ist oft größer. Die Angst vor etwas ist oft größer als... ja, es tatsächlich eigentlich notwendig gewesen wäre. Das kennen wir, glaube ich, alle. Dementsprechend, ja, warum ich wieder so verzottelt und im Gammellook bin. Also heute kriegt er mich so. Sorry dafür. Ist so. hat daran gelegen, dass ich einfach gesagt habe zu Philipp, ich gehe nochmal ins Bett. Genau, weil es mir einfach nicht gut gegangen ist. Also ich bin nach dem Zahnarzt durch die ganze Aufregung vorher, durch den schlechten Schlaf, wahrscheinlich vielleicht auch durch den Sport, ich weiß es nicht. Es hat geblutet wie Sau, mir ging es danach wirklich nicht gut.
Und ja, dementsprechend habe ich dann zu Philipp gesagt, ich gehe jetzt mal ins Bett. Er hat dann die Kleine um 1 Uhr dazugelegt, also in ihr Bettchen natürlich. Und dann haben wir zusammen noch Mittagsschlaf gemacht. Das heißt, ich hatte mal 3,5 Stunden, wo ich dann einfach mal geschlafen habe, mir eine Schmerztablette reingepfiffen habe. Und das hat mir auch wirklich, wirklich gut getan. Es blutet auch nicht mehr, es geht mir auch besser, aber trotzdem habe ich noch so einen Bad-Tag. Wisst ihr, was ich meine? Also dementsprechend heute Gammeltag. Nichtsdestotrotz habe ich ja, ach nee, ich muss euch noch eine Sache erzählen, das war so süß. Emily schläft ja immer mit Kuscheltieren und Emily schläft immer mit ihrem Bambi. Und es war so süß, ich hatte mich ins Bett gelegt und sie kam angetapst und sagt, Mama. Und ich sage, Mama, muss mal schlafen, Mama, geht's nicht gut. Und sie, Mama, und läuft weg und kommt wieder und bringt mir einfach ihr Bambi und legt mir das so hin. So, ne? Und dann habe ich mit dem Bambi gekuschelt und hat sie so gegrinst und fand ich so süß, dass sie mir ihr Kuscheltier gegeben hat, damit ich auch besser schlafen kann. So, dann ist mir aufgefallen, so ein What I Eat in a Day zu drehen, wenn ich beim Zahnarzt war. Ja, also bis jetzt habe ich wirklich noch nichts gegessen. Ich habe aber Hunger. Ich werde mir gleich eine Suppe kochen. Ich werde euch trotzdem einfach heute mal mitnehmen. Ich habe ja gesagt, ich muss in den einzelnen Formaten ein bisschen spielen. Falls ihr mein Video gestern noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch gerne unten. Ja, eigentlich wollte ich es ja gestern für euch drehen, also am Sonntag. Wir haben ja heute Montag und es hat aber überhaupt nicht geklappt. Ja, wegen hier, wegen da, wegen dies, wegen das. Wie es halt immer so läuft. Das ist genauso wie jetzt das mit dem Zahn. Irgendwie habe ich es auch so ein bisschen verdrängt, dass ich jetzt heute den Zahn mir ziehen lassen wollte. Es musste aber auch sein, ich konnte jetzt nicht mehr verschieben. Ich wollte es jetzt auch nicht nochmal verschieben und aufschieben und machen und tun, sondern es jetzt einfach mal durchziehen. Und ich bin auch wirklich froh, dass ich es gemacht habe. Ich kriege da unten jetzt noch einen Weisheitszahn rausgezogen. Das wird auch nochmal ein kleiner Eck, wobei der schon so ein bisschen angelockert ist. Also der steht nicht mehr so gut im Knochen, sagt der Zahnarzt immer. Also von daher. Und ja, wir quatschen heute Abend auf jeden Fall nochmal. Und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bei dem restlichen Video. So, ich werde mir jetzt einmal diese kleine Dose von Sonnenhühner-Nudeltopf warm machen. Davon habe ich immer 1-2 Dosen da. Eigentlich gerne große, aber irgendwie gibt es die hier im Nahkauf nur klein und im Rewe gibt es die immer nicht. Und das ist die einzige Dose, die ich echt gerne esse. Also ansonsten auch Ravioli kann ich irgendwie nicht essen. Und das ist wirklich das Einzige und es muss wirklich von Sonnen sein. Und normalerweise esse ich das immer, wenn ich krank bin. Aber irgendwie ist ja Zahn weg auch krank. Also mache ich mir jetzt mal die Suppe warm. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt hören. Ich habe mir jetzt gerade mal die Haare durchgekämmt, damit ich in dem ganzen Video nicht aussehe wie so gerade aufgestanden, aber ich fühle mich tatsächlich so. Also ich versuche jetzt irgendwie nur noch mal eine Ibu für zum Schlafen zu nehmen, aber es pocht halt schon extrem. Ich habe extrem Kopfschmerzen. Ich hoffe, dass ihr mich jetzt hört. Ich habe gerade die Spülmaschine angestellt. Dachte aber, wir quatschen noch mal ganz kurz, während die Suppe auf dem Herd steht. Der Plan ist heute, ich wollte eigentlich nähen, aber ich glaube, dass ich das heute einfach mal lasse und so ein bisschen Hausarbeit, leichte Hausarbeit mache, also nicht großartig was schleppe und auch jetzt nicht irgendwie die Fassaden oder so mache von der Küche. Das mache ich dann morgen. Genauso wie auch Wischen, auch wenn das Wischen ja relativ easy ist mit dem neuen Vorwerk. Aber ich dachte, ich räume einfach mal so ein bisschen auf, alles was so liegen geblieben ist. Da mit dem Regal habe ich gerade eben schon angefangen, das mal wieder ein bisschen ordentlich zu machen, mal die Sachen wieder dahin zu räumen, wo sie einfach hingehören. Und ja, dann alles so ein bisschen zu erledigen, wofür man sonst irgendwie keine Zeit hat oder das so ein bisschen rausschiebt. Wisst ihr, was ich meine? Ich dachte, das mache ich. Also ja, ansonsten wird das Video eher so ein bisschen gemütlich. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber ich habe gerade nicht, also ich habe schon Energie, aber ich bin gerade so ein bisschen, mein Zahn ist weg. Ja, werde jetzt gleich mal was essen. Ich glaube, das hilft mir dann doch schon und ja. Dann schaue ich mal, was ich gemacht bekomme und zeige euch dann mal das Ergebnis. So, irgendwie bin ich nicht mehr wirklich vom Sofa runtergekommen. Ich habe noch ein bisschen geputzt, ich habe noch ein bisschen gemacht. Emily ist hier auch noch ein bisschen am Spielen. Und ja, jetzt habe ich mir hier mal für Emily und mich so ein bisschen Brötchen gemacht. Und bin mal gespannt, wie viel ich schaffe, wie viel sie schafft. Und was übrig bleibt, kriegt dann einfach später Philipp. Da wollte ich euch eigentlich noch kurz die aufgeräumte Küche zeigen und wer kennt's nicht? Ja, irgendwie bleiben dann doch immer so 2-3 Sachen stehen, zumindest bei mir ehrlicherweise. Ja,
Ja, und so sieht es auf der anderen Seite aus. Ich habe auch die Wohnecke noch ein bisschen aufgeräumt. Aber ich muss einfach sagen, unterm Strich geht es mir heute nicht so gut. Und das habe ich einfach gemerkt. Der Tag schlich sich so ein bisschen dahin. Und ja, ich werde jetzt auch Feierabend machen und ins Bett gehen. Ja, abschließend wünsche ich euch jetzt natürlich noch einen wunderschönen Abend. Ja, ich hoffe, dass es nicht so schlimm war, dass es jetzt in dem Video etwas ruhiger zuging. Ich wollte euch aber dennoch hochladen, einfach weil ich ja auch versprochen hatte und ja, nicht damit gerechnet habe, dass es mir wirklich so schlecht gehen würde wegen dem Zahn. Ich habe jetzt auch ultra Kopfschmerzen gehabt, habe jetzt zwei Ibos genommen und hoffe dann jetzt gleich einfach nur schlafen zu können. Und ja, morgen früh habe ich auf jeden Fall nochmal eine Kontrolle. Und dann guckt ihr nochmal nach, ob alles soweit gut verheilt ist, beziehungsweise ob sich dann schon diese erste Schicht Schorf gebildet hat und so diese Wundheilung halt. Und ja, da könnt ihr mir gerne mal die Daumen drücken. Video kommt für euch halt auch dann am Dienstag online. Ich denke mal so zwischen 17 und 18 Uhr. Das werde ich dann aber auf Instagram nochmal ankündigen. Und dann versuche ich auf jeden Fall morgen euch ein bisschen mehr mitzunehmen, was das Thema What I Eat In heißt, mit euch dann auch zu kochen. Aber das Video wollte ich jetzt so als abgeschlossene Einheit, ja, für euch einfach jetzt abschließen. Hat ihr merkt, ich bin irgendwie nicht ganz so auf der Höhe. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend, hatte ich schon mal gesagt. Und bis zum nächsten Video.